Ja, Freunde, oft an meinem Luftbiss-Abenteuer in einer alten verlassenen Fabrik. Hubert und Melli waren letzte Woche hier, da war alles zu. Und heute sind wir ja vorbeigekommen. Wir mussten hier eh vorbeifahren und sage und schreibe, wir sind drin. Könnt ihr sehen, wir haben die Mauer durchgetreten. Hier, schaut mal hier, die ganze Mauer hier. Das war zu letzte Woche, hier diese Licht. Da liegt sie, die Mauer. Da, überall. Mauer auf. Also jetzt geht hier zum Rubi wieder schnell zurück. Denn er war nämlich immer noch hier. Nicht, was uns sonst was hier passiert. Das muss man schon sagen. Ja. Es hängt manchmal, ja. Das ist leider so. Wenn es weiter hängt, wenn es hängt, dann hängt es. So. Verwalter-WC. Ja. Das steht aber bestimmt auch schon länger leer, das Ding hier. Robert, hier ist das Verwalter-WC. Darf nur du rein. Ich nicht. Verwalter-WC. Du meinst das, Chef-WC, ja, ne? Das Chef-WC. Kommt schon die Vegetation. Da geht's in den Keller runter. Viele kleine Räume hier. Viele Sanitärräume hier. Dusche. Ich geh mal weiter, ne? Ja, alles gut, ich freue mich. Vorsicht, Stufen hier, ne? Ja? Stufen hier. Und was? Zwei Stufen. Ja. Ob sich nicht irgendwer hier versteckt? Hallöchen. Kein Love Space ohne Stuhl. Leute, wenn es mal hängen sollte, schreibt das bitte in zwei. Ja. Im Notfall schreibt ich um, aber ihr seht ja, was ist denn hier passiert? Ist alles klar, ne? Da kommen die Mobilfunkpunkte mal, aber natürlich nicht anbauen, überall so richtig durch. Ach, Geduld. Und dann bitte das Seil, alle gehen wieder runter. Und wenn ihr das Seil so ein bisschen schreibt, ihr kennt das ja schon. Bei TikTok wird einfach nicht immer so nachgeschickt, wenn ich live bin. Das ist ja bei den anderen auch so. Aber hier ist, glaube ich, nichts. Es sind auch nur Sanitärräume. Sollen wir direkt nach oben gehen? Würde ich sagen, ne? Hier ist ja nichts, ne? Außer ein WC. Oder musst du aufs Klöchen? Ne, jetzt nicht. Na, dann gehen wir hoch. Nachher. Ja. Oh, die ist aber ganz schön ausgenutzt, schon die Location, wo das ist. Oh, schön. Oh. Noch ein Tisch. Ein Tisch, ein Stuhl, eine Kerze. Ja. Kann man hier übernachten. Ich bin schon hier durch.
Was ist denn hier nur passiert? Hier war noch bestimmt ein Heizkörper dran, alles weg. Ganze Heizkörper fehlen, alle sind so weg. Den Michael kennst du den eigentlich schon, Sarah, hier von der Lost Place Hunter? Nein, ich kenne Sarah nicht, ne. Nur jetzt kennst du dich. Jetzt kennst du dich. Der Erschrecker. Ja, den kennst du, ne? Basti, der Erschrecker. Eher Vollstrecker. Genau, der ist mittlerweile in den ganzen Vorwegszenen bekannt als der Erschrecker. Vollstrecker. Vollstrecker, Erschrecker. Komme wieder, alles klar. Was war das? Das ist eine alte Fabrik, so C ist zumindest geschrieben. Die war tatsächlich mal größer. Und die ist völlig zerstört. Ja, Sarah, aber du siehst, den verrückten Hubi geht es wieder halbwegs gut. Alles andere über die grüne Wiese. Ist eigentlich noch eine Etage, Michael? Hier, drauf nicht. Ja? Nee. Ich habe keine gefunden. Okay. Weiß der Geier, was die hier. Wie heißen die nochmal?
Diese weißen Dinger. Das ist Styropor, ne? Styropor irgendwas, ne? Komisch. Sarah, danke schön für die Hose. Und glaub bitte auch mal der lieben Sarah das Plus. Sarah ist auch bei mir im Rudi. Ja, und nicht vergessen unser Sternschnüppchen. Unser süßes Sternschnüppchen. Geh mal langsam nach unten. Ja, Michael, ich will gleich noch hier oben ein Foto machen. Oder warte mal, das kann ich glaube ich auch, wenn du live bist. Kann ich doch direkt jetzt machen. Ja. Weiter geht's. Gehen wir da runter. Schauen wir mal, wo wir doch eine schöne kleine Halle finden. Die ist schön. Hier schön. War nicht irgendwo eine Halle hier? Was? War nicht irgendwo eine Halle? Ich glaube ja, aber ich weiß nicht, ob man mit dem Keller empfangen kann. Und ist dann noch ein Raum. Irgendwo muss so eine Halle sein. So, ein weiterer Teil. Jetzt sind wir hier im Keller. Was ist das denn hier? Oh, das ist der Heizkörper. Das ist der Heizung. Die ist sogar im Keller empfangen, also, das wusste ich gar nicht. Erzähl, was hast du mit dem Helm angerichtet? Wo ist der Helm hin? Was für ein Helm? Ich kann dir gleich nach dem Live sagen, was mit dem Helm passiert ist. Ich warte. Ja, und der Helm ist nicht kaputt. Der Helm hält alles aus, aber der liegt zu Hause. Da liegt der gut. Ja, das weiß ich auch, aber weiß hier ist alles gut. Die Türen sind hier 2 Meter hoch. Also diese Fabrik wurde zumindest endlich mal für große Leute gebaut. Ne? Und ich habe da erstmal eine Ansage in meiner Gruppe gemacht. Ne? Ja. Ja, nett hier. Ja, siehst du, das ist die Treppe. Das ist Treppenhaus. Mhm. Ja, Lilly hat gesagt, das Ding ist ziemlich verwinkelt. Ja, ist es auch. 1000 kleine Räume. Ja, sei vorsichtig, Michael. Mhm. Ja, ich habe diese Schuhe an, Stiefel an. Ach, hier geht es denn auch weiter. Müssen wir mal gerne ein bisschen was die hier gemacht haben. Ja, hier keine Teppiche waschen. Hä? Viele Toiletten und Duschen und das alles, ne? Wenn ich gut, dass hier unten empfangen ist, wäre ich weit geblieben. Wir sind im Keller. Wie Melli sagt, das Ding ist ziemlich verwinkelt. Ja, ja. Ja. Hier keine Teppiche waschen. Wer wäscht denn Teppiche? Wir reden einfach mal, wir können einmal telefonieren, wir sind im Moment noch im Nordwesten. Ja, auf jeden Fall, man lässt da was drauf. Aber
Das kann immer passieren. Ja, es war dunkel und ich habe halt nach dem nicht gesehen auf der Treppe, dass das so niedrig war. Sowas macht man ja nicht extra. Ich werde ja nicht extra den Kopf geben. Oh. Da geht es nämlich nach draußen und die ist zugemauert. Hier würde es nach draußen gehen, aber die ist zugemauert. Obelix, Obelix, geh mal, hau mal gegen die Wand da, wir kommen nach draußen. Ja, schade. Das war hier im Keller, ne? Richtig, Markus. Aber trotzdem renne ich ja nicht extra mit dem Kopf vor die Wand. Ne? Das meine ich eben damit. Ja. Das ist ja ein komisches Ding hier. Tausende Räume. Stufe. So, jetzt gehen wir wieder nach draußen. Dann schauen wir uns draußen noch was um, ob wir irgendwie in das Nebengebäude kommen. Passiert. Das kann jedem passieren. Jetzt ist es mir passiert, aber man sollte nie sagen. Ne? Die Wand kam plötzlich runter. Ja, die Wand kam runter. Die ist aus Versehen auf mich draufgefallen. Ja. Genau, so ist das. Ja, ich würde sagen, das war's von hier. So, dann schönen Tag noch. Alles Gute euch. Tschüss.